Herzlich willkommen in meinem Gaming-Keller. Ihr seht ja, ich habe noch nicht aufgeräumt. Das mache ich die Tage noch. Und ihr seid hoffentlich auch alle schön zu Hause und wahrscheinlich fleißig am Zocken. Aber ganz wichtig, als Gamer könnt ihr auch helfen, den Coronavirus zu bekämpfen, indem ihr eure Rechenleistung zur Verfügung stellt. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Und zwar geht es um das Folding Home Projekt von der Stanford University. Und wie ihr da teilnehmen könnt und was ihr beachten solltet, das zeige ich euch jetzt. Je schneller ein Medikament oder eine Therapie gegen den Coronavirus entwickelt wird, desto schneller normalisiert sich auch wieder unser Leben. Und wir als Gamer können mithelfen, indem wir der Stanford University helfen, die Proteinfaltung des Coronavirus zu simulieren und so Ansatzpunkte, wie gesagt, für Medikamente und Therapien zu finden. Und wie ihr da mithelfen könnt, indem ihr die Rechenleistung eures PCs zur Verfügung stellt, das zeige ich euch jetzt mal. Geht hier auf die Website foldingathome.org. Den Link findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Dann geht es hier auf Start Folding Now, Download Now. Und dann laden wir uns den Windows-Client runter. Das geht ruckzuck. Das Tool ist nur 30 Megabyte groß ungefähr. Also hier schon fertig. Dann starten wir die Installation und dann können wir das Tool jetzt auch schon starten. Genau, und wir müssen uns jetzt noch nicht mal mehr anmelden oder sowas, sondern wir können jetzt gleich das Folden starten. Und ihr habt jetzt, es geht noch nicht los, weil sozusagen die Rechenleistung von eurem PC muss jetzt erstmal zugewiesen werden. Also wir fangen mal hier oben an. Hier könnt ihr spezielle Krankheiten aussuchen, die untersucht werden sollen. Wir machen jetzt mal Any Disease, da ist auch der Coronavirus dabei. So, jetzt haben wir hier drei Einstellungen, was die Rechenleistung betrifft, also Light, ein bisschen Rechenleistung, Medium, die halbe Rechenleistung und Full halt alles, was euer Rechner so kann. Und dann könnt ihr auch noch bestimmen, wann gefoldet werden soll. Also während ihr zum Beispiel arbeitet oder spielt, also oder sonst irgendwas macht. Im Falle, wenn ihr das permanent laufen lassen wollt, also while I'm working, dann würde ich beim Spielen das runterregeln. Das müsst ihr aber selber gucken. Also wenn euer Rechner zu schwach ist, um nebenher auch noch zu folden, dann schaltet ihr am besten das Ganze auf Only When Idle, also wenn ihr nichts an dem PC macht, wenn der einfach im Leerlauf läuft. Aber in der Regel sollte zumindest diese Einstellung gehen. Und wie gesagt, wenn ihr mit dem Spielen aufhört, dann schaltet er einfach hier auf Hoch. Und wir können jetzt hier mal warten, bis hier sich was tut. Ihr seht hier, was ich auch für eine Karte drin habe. Ich habe eine GTX 1080 drin. Also ich habe mir noch keine RTX gegönnt. Das kommt dann vielleicht jetzt mal demnächst. Ja, und sobald der Prozess anläuft, können wir dann auch noch mal im Task Manager können wir uns anschauen, wie die Auslastung ist dann. Und jetzt müssen wir tatsächlich erstmal warten, bevor sich hier was tut. Ja, also CPU, Arbeitsspeicher und hier vor allem GPU. Und während wir hier warten, dass wir unsere erste Aufgabe zugeschaltet bekommen, kann ich euch noch was anderes zeigen. Ihr könnt natürlich auch noch selber ein Konto anlegen und ihr könnt vor allem im Team folden. Und unser Team hat die Nummer 242601. Wenn ihr also in unserem Team dabei sein wollt, dann tragt diese Nummer ein, save das Ganze. Ja, und jetzt müssen wir mal einen Schnitt machen, weil ich kann euch jetzt die Auslastung nicht zeigen. Jetzt warten wir einfach, bis wir unseren ersten Auftrag bekommen. Es hat jetzt ungefähr 15 Minuten gedauert und jetzt habe ich tatsächlich meinen ersten Projekte zugewiesen bekommen und die CPU und GPU wird gleichzeitig ausgelastet. Ihr seht das hier. Und jetzt schauen wir uns auch mal im Task Manager gleich die Auslastung an.
Und ihr seht ja auch, dass tatsächlich das Coronavirus-Projekt und wir haben eine hundertprozentige CPU-Auslastung. Und wer genau hinschaut, sieht, dass ich noch einen AMD FX-Prozessor habe. Ja, ich habe noch nicht die Notwendigkeit gesehen, aufzurüsten. Also Ryzen liegt schon in der Schublade, aber wie gesagt, ich zocke nur in Full HD und da reicht das noch vollkommen aus. Und wenn wir jetzt auch mal gucken, die GPU-Auslastung, die ist tatsächlich nur bei 28%. Okay, kann natürlich sein, dass es auch an OBS liegt, weil mich capture ja gerade, dass die da einfach nicht so viel ziehen kann. Und auch hier seht ihr, bin ich noch nicht auf dem neuesten Stand. GTX 1080 habe ich, aber die reicht ja fürs Full HD Game, reicht ja nach wie vor aus. So, und jetzt machen wir noch ein Experiment. Und zwar starten wir jetzt noch ein Spiel. Nehmen wir einfach mal Minecraft, um ein CPU-lastiges Spiel sozusagen auszuprobieren. So. Ja, es geht aber. Kann ja durchaus spielen. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal die Daten an. Also CPU ist natürlich zu 100% ausgelastet. Wie gesagt, ich sehe jetzt, ich bin hier jetzt nicht eingeschränkt im Gameplay, also kann nach wie vor funktioniert alles. Also wunderbar. Ich könnte jetzt quasi Minecraft spielen und nebenher noch was Gutes tun und die Virenforschung des Stanford-Instituts unterstützen. So, jetzt treiben wir das Ganze noch auf die Spitze. Ich habe jetzt Red Dead Redemption 2 gestartet. Das seht ihr hier. So, und das Spiel läuft flüssig, würde ich mal sagen. Im Rahmen des Machbaren. Und jetzt spielen wir mal ein bisschen mit der Auslastung. Also ihr seht das selber, ich habe jetzt hier gerade die geringste Auslastung gewählt. Und jetzt machen wir das mal auf Medium. Ach, wir machen es gleich richtig heftig. Wir gehen es gleich auf Full. Also ich erlaube jetzt Folding at Home maximal Rechenleistung von meinem PC abzuziehen. Und jetzt gucken wir uns wieder an, wie die Auslastung ist. CPU ist natürlich am Anschlag, GPU ist bei 51%, ist ja interessant. Und wenn ich jetzt wieder ins Spiel wechsle. Ja, ich kann Red Dead Redemption spielen, das geht. Okay, also das heißt, dass die Software dieser Folding at Home Client so schlau ist, dass er sich halt immer das schnappt, was gerade zur Verfügung steht, scheinbar. Ja, das ist ja cool. Also macht mit bei Folding at Home und ich habe es euch ja gerade gezeigt, ihr könnt sogar nebenher spielen und es wird trotzdem nicht beeinträchtigt. Gut, wenn ihr eine ganz schwache Gaming-Hardware habt, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber dann habt ihr auch die Möglichkeit, das entsprechend einzustellen. Den Link zu dem Client findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Denkt auch an die Teamnummer, unsere Teamnummer eintragen, wenn ihr im Team PC Welt folden wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert natürlich unseren Kanal, aber das habt ihr eh schon gemacht. Und ganz wichtig, natürlich Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von uns verpasst. Ein Hinweis noch: Es läuft ja aktuell noch das Gewinnspiel. Unser 600.000 YouTube-Abo-Special. Da blende ich euch jetzt mal das Video ein. Wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, schaut es euch an, macht mit. Wir verlosen einen 1.900 € Gaming-PC plus weitere Preise. So, jetzt sage ich aber Tschüss, bleibt schön zu Hause, macht viel Sport.
nicht nur zocken, lest auch mal was, haltet euch fit und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!